Hallo Freunde, ich bin ja der Meinung, dass Noten lesen zu können eine wichtige Fähigkeit ist, die einem viele Türen öffnet. Ich habe dazu ja auch mal eine komplette Vlog-Folge gemacht. Ich verlinke die nochmal unten, die könnt ihr euch dann gerne nochmal in Ruhe anschauen. Und eine Spezialform der Noten sind ja die sogenannten Charts oder auch Lead Sheets. Das sind kondensierte Noten, also ein Song so aufgeschrieben, dass er auf eine Seite geht oder zur Not auch auf zwei Seiten. Um das zu erreichen, werden einige Symbole und Bezeichnungen verwendet, die, wenn man die das erste Mal sieht, etwas kryptisch sind. Und deshalb möchte ich euch heute all die wichtigsten, die verbreitetsten Symbole und Bezeichnungen zeigen, damit ihr in der Lage seid, Charts zu lesen, zur Not dann auch vom Blatt einfach spontan spielen zu können und auch eigene Charts schreiben könnt. Auch dazu habe ich eine komplette Vlog-Folge gemacht, wie ihr selber Charts schreibt, dazu später noch mehr. Wenn ihr einen Chart vor der Nase habt, ist oft das Erste, worauf ihr schauen solltet, was oben steht. Denn oben stehen schon teilweise die ersten wichtigen Dinge, neben dem Titel, dem Instrument, für das die Noten geschrieben sind, in diesem Fall Schlagzeug, natürlich auch der Komponist und der Arrangeur. Aber hier zum Beispiel sehen wir Medium Swing. Das heißt, ihr wisst schon, um welche Stilistik es sich handelt, was der wichtigste Ausdruck oder das wichtigste Pattern ist, was ihr spielen sollt, wahrscheinlich ein Swing Pattern. Dann habt ihr das Tempo, eine Viertelnote gleich 1/4/4, das heißt, die Viertelnoten sind der Puls im Tempo 144 Beats per Minute. In älteren Stücken gibt es teilweise noch Tempobezeichnungen mit Takte pro Minute. Finde ich sehr interessant, ist schwer zu zählen wahrscheinlich, aber das ist dann eben nur ein Richtwert und das kann man ja ziemlich einfach umrechnen in Schläge pro Minute. Hier haben wir sogar noch die erste Bezeichnung für das Feeling, für den Ausdruck, und zwar relaxed. Solche Dinge stehen öfter über den Charts oben klein noch drüber, sodass man, wenn man den Song spontan einfach so vom Blatt spielt, ohne je gehört zu haben, schon mal einen ersten Einstiegspunkt hat, wie man beginnen soll. Natürlich sollte man idealerweise den Song schon ein bisschen kennen, gehört haben, sich eingehört haben, aber wenn das ganz spontan sein muss, reicht es, die oberen Sachen, die oben drüber stehen, ganz genau zu studieren, dann könnt ihr gleich einsteigen. Und dann haben wir noch eine Bezeichnung hier, die sehr oft vorkommt, die sehr wichtig ist. Und zwar seht ihr, gerade Achtel gleich Triole mit Viertel und Achtel. Das bedeutet ein Shuffle. Um Platz zu sparen, um Tinte zu sparen oder es übersichtlicher zu machen, wird in Swing- und Blues-Stücken, die komplett durchgeschuffelt sind, meistens der Shuffle als gerade Achtel geschrieben. Also wird aus natürlich. Wenn ihr eine durchgehende Triole habt, wird die normalerweise ausnotiert. Es gibt auch die Notationsform mit punktierter Achtel und Sechzehntel als Shuffle, aber das spart jetzt nicht gerade Tinte. Meistens habt ihr dann gerade Achtel. Also müsst ihr ganz genau gucken, in Swing-Stücken, weil man das als Swing-Schlagzeuger, als Big-Band-Schlagzeuger oft gewohnt ist, das zu sehen, steht sogar, wenn es gerade ist, absichtlich oder extra nochmal zusätzlich Straight Eighth Notes oben drüber. Also die Subdivision, die ihr zählen und spielen sollt, steht oft oben drüber, Augenmerk drauf. Gut, beginnen wir mit den Zeichen im Notentext. Ich verwende jetzt mal eine vereinfachte Schreibweise, einfach nur einen Strich anstatt das komplette Notensystem. Das werdet ihr wahrscheinlich kennen, falls nicht, ein sehr wichtiges Zeichen, das Wiederholungszeichen. Zwei Striche, einer dick, einer dünn und zwei Punkte, ganz klar, hier beginnt das Wiederholungszeichen und hier endet es, das heißt, ihr springt von hier wieder nach da und spielt das nochmal. Wenn nichts weiter dabei steht, wiederholt ihr es einmal, das heißt, ihr spielt alles, was zwischen diesen Wiederholungszeichen steht, zweimal. Das Wiederholungszeichen kann auch über mehrere Takte gehen, teilweise über ganze Teile vom Song, ganze Abschnitte. Und manchmal steht extra noch hier, dass das zum Beispiel dreimal gespielt werden soll. Und hier fehlen natürlich noch die zwei Punkte. Eine andere Art des Wiederholungszeichens ist der sogenannte Faulenzer, wie so ein kleines Prozentzeichen. Und der bedeutet eigentlich nur, dass der Takt, der davor gespielt wurde, wieder
wiederholt wird, also das Gleiche nochmal gespielt wird. Manchmal wird dann zwischendrin ein Fill-in oder sowas ausnotiert und dann kommt wieder Faulenzer. Das bezieht sich dann meist darauf, dass der Grundtakt wieder weitergespielt sind. Also Charts sind immer offen zur Interpretation. Es gibt auch zweitaktige Faulenzer, wenn ihr eine zweitaktige Phrase habt, die immer wiederholt werden soll. Warum schreibt man nun nicht Wiederholungszeichen davor und dahinter und die Anzahl der Takte? Wird doch Platz sparen. Das ist richtig, aber das schafft eine sehr große Fallgrube. Nämlich, dass ihr euch verzählen könnt. Das Gute bei Faulenzern ist, ihr seid mit den Augen immer genau da, wo ihr gerade spielt. Das heißt, ihr geht immer einen Takt weiter. Ihr müsst nicht zusätzlich zum Lesen und Spielen noch im Kopf Takte zählen. Das ist ein großer Vorteil. Und ihr habt gleichzeitig auch so den Ablauf des Songs ein bisschen besser vor Augen. Das heißt, wenn jetzt hier 32 Takte Wiederholung wären, zum einen könntet ihr euch leicht verzählen und zum anderen würdet ihr so ein bisschen den Überblick verlieren, weil das viel kürzer aussieht, dieser Teil, als der ganze Rest, der dann noch ausnotiert ist. Das sind die Faulenzer. Nun zu einem etwas obskureren Gebilde, was aber sehr, sehr wichtig ist, was auch sehr viel Platz spart. Hier haben wir wieder ein Wiederholungszeichen, aber das endet hier in so einer Klammer mit der Zahl 1 und hier hinter eine Klammer mit der Zahl 2. Wenn ihr einen Teil habt, der sich wiederholt, 32 Takte lang, komplett wiederholt, nur der letzte Takt ist anders, dann müsstet ihr die kompletten 32 Takte zweimal aufschreiben, weil das Ende ja anders ist. Ihr könnt nicht ein Wiederholungszeichen an Anfang und Ende setzen, weil das Ende sich eben anders anhört, anders gespielt wird. Und mit diesem System schaffen wir dem Abhilfe, indem wir nämlich bei der ersten Wiederholung die erste Klammer spielen, dann springen wir wieder an den Anfang und bei der zweiten Wiederholung überspringen wir die erste Klammer und gehen direkt in die zweite Klammer. So haben wir einen kompletten Teil, der wiederholt wird, nur das Ende können wir ersetzen. Das gibt es teilweise mit erster, zweiter, dritter Klammer. Teilweise ist die Klammer natürlich auch Mehrtaktik. Und hier ist die Klammer offen, weil danach weitergespielt wird. Das nächste Zeichen ist das Senyo. Das Wort Senyo bedeutet eigentlich nur Zeichen oder Symbol. Stellt euch vor, ihr habt einen Teil in einem Stück, der mehrmals vorkommt, aber nicht direkt hintereinander. Und ihr müsst irgendwann im Song wieder an diese Stelle springen. Dafür brauchen wir das Senyo. Wie das geht, zeige ich euch gleich. Vorher brauchen wir noch ein zweites Zeichen. Und zwar die Coda. Coda bedeutet Schwanz, also das ist der Schluss des Stücks. Und nun haben wir mehrere Bezeichnungen, um diese Zeichen zu nutzen. Einmal ist das DS Dal Senyo, zum Senyo. Das heißt, wenn ihr das seht, sucht ihr das Senyo im Notentext und springt zu diesem Zeichen. Dann könnt ihr irgendwo in den Song wieder einsteigen und müsst diesen Teil nicht nochmal komplett ausnotieren. Wenn er einmal da steht, könnt ihr wieder darauf verweisen. Und dann gibt es noch den Zusatzteil Senyo Alfine. Also ihr springt zum Senyo und spielt von da, ohne euch um die Zeichen sonst zu kümmern, natürlich noch die Wiederholungszeichen mitzuspielen, bis zum Schluss. Oder Dal Senyo Alcoda. Also beim ersten Mal, wo ihr dieses Zeichen seht, die Coda, spielt ihr drüber hinweg. Und dann seht ihr Dal Senyo. Und beim zweiten Mal ist das Zeichen aktiviert. Und dann springt ihr den Rest hier nicht mitspielen, direkt in den Schlussteil. Das heißt, wenn ihr normalerweise ist es so, wenn ihr die Coda einmal überspielt habt, wird sie danach aktiviert. Und danach, beim nächsten Mal, müsst ihr ihr Folge leisten und hier in diesen Schlussteil springen. Die nächste Bezeichnung ist noch Da Capo und das bedeutet zum Kopf, also zum Anfang. Geht direkt zum Anfang, da braucht ihr kein Senyo extra noch hinzuschreiben, sondern es fängt direkt einfach wieder von vorne an. Also diese Zeichen, Senyo und Coda, helfen eben im Song hin und her zu springen, anstatt den Teil nochmal komplett auszunotieren. Was sehr, sehr hilfreich ist, ist, wenn ihr im Notentext, so wie ich es natürlich hier jetzt gleich gemacht habe, die Senyo-Coda, teilweise gibt es zwei Senyos, die Wiederholungszeichen farblich zu markieren, damit ihr sofort dahin springen könnt. Das heißt, wenn ich ein Stück bekomme, wo ich weiß, ich habe nur eine Probe oder gar keine Probe, dann lese ich, wie gesagt, oben alle wichtigen Bezeichnungen durch, markiere mir diese Zeichen, Senyo, Coda, Da Capo und kann die dann tatsächlich einfach so vom Blatt spielen.
Andere Bezeichnungen außer den Ablauf des Songs sind natürlich die Dynamikbezeichnung. Dynamik bedeutet auf Musik die Lautstärke. Und dazu haben wir eigentlich zwei Anweisungen, nämlich Piano und Forte. Piano ist leise, Forte ist laut. Je mehr Ps ihr seht, desto leiser. Je mehr Fs ihr seht, desto lauter. Und MP und MF bedeutet Mezzo-Piano oder Mezzo-Forte, also mittelleise und mittellaut. Piano, pianissimo, pianissimo possibile. Genauso Forte, fortissimo, fortissimo possibile. Das bedeutet so laut, wie ihr könnt. Oder eben so leise, wie ihr könnt. Aber natürlich spielt man nicht durchgehend laut oder leise, sondern ihr habt dann teilweise auch noch lauter werden oder leiser werden. Durch diese Zeichen, glaube ich, relativ klar ersichtlich, was die bedeuten. Das, was sich öffnet, ist das Crescendo, also lauter werden. Das, was sich schließt, ist das Decrescendo, leiser werden. Und eine Sache, die noch oft abgekürzt dasteht, ist Ritardando. Ritardando bedeutet langsamer werden. Rallentando hingegen bedeutet schneller werden. Es gibt natürlich noch sehr viel mehr dieser Bezeichnungen. Aus der klassischen Musik kommen, die sind alle italienisch. Da gibt es natürlich ganze Enzyklopädien mit diesen Bezeichnungen für Ausdruck, Tempo, Dynamik. Aber das sind die, am häufigsten verwendet werden. Ich will euch jetzt nicht zu viele um die Ohren hauen. Noch eine. Die Fermate, oder auf Englisch Fermata, ist dieser Bogen mit dem Punkt. Das bedeutet, dass der Ton gehalten wird. Wenn ihr in einer Big Band oder einem Orchester spielt, ist das normalerweise der Punkt, wo ihr zum Dirigenten, zum Bandleader schauen solltet, weil der zeigt, wie lange der Ton gehalten wird. Oft steht sowas am Schluss, zum Beispiel so ein Beckenwirbel oder ein Drumroll. Das ist die Fermate. Gerade im Bereich Swing, Jazz, Big Band Drumming ist eine Sache noch sehr, sehr wichtig. Und zwar habt ihr oft solch ein Bild. Ihr habt Takte mit Faulenzern, ihr spielt also den Grundtakt, das Grundpattern durch. Und darüber sind dann nochmal kleine Noten eingezeichnet. Das sind die sogenannten Kicks. Oft korrespondiert das stark mit dem, was die Bläsersätze machen, also die Einsätze, die die Bläser spielen, die Akzente, und die sind ausnotiert. Das ist dann zur Interpretation frei, ob ihr die komplett mitspielt und wenn ja, wie. Alles sklavisch mitzuspielen empfehlen die meisten Big Band Drummer nicht. Wichtiger ist, die Idee verstanden zu haben, was die Bläser dort spielen oder die anderen Instrumente, und das entsprechend geschmackvoll zu begleiten oder auch vorzubereiten, auf starke Akzente hinzuarbeiten. Oft ist es aber schon geboten, das irgendwie zu unterstützen. Und da gibt es dann auch noch mehrere zusätzliche Zeichen. Natürlich ein Akzentzeichen, was manchmal auch so geschrieben wird. Dieses Akzentzeichen bedeutet auch oft kürzer gespielt. Ein Punkt bedeutet definitiv kurz gespielt. Das wird auch bei den Bläsern so geschrieben. Und dieser Strich dann eher lang. Wahrscheinlich ist das dann korrespondiert mit dem, wie die Bläser diese Einsätze spielen, und könnt das dann entsprechend mitbetonen. Wenn ihr eine übergebundene Note habt, ist es meist eine lange Note, die man dann zum Beispiel mit einem Becken mitbetont. Ganz, ganz wichtig bei übergebundenen Noten ist, das ist für Schlagzeuger nicht intuitiv, die kennen das oft nicht, wenn ihr diese Note spielt, wird diese nicht mehr gespielt. Was der Bindebogen sagt, ist, wir halten bis hier, beziehungsweise wir beziehen uns auf diese Note, wir ersetzen diese. Das ist zum Beispiel eine vorgezogene 1. Wir beziehen uns auf diese Note, das bedeutet in diesem Fall der Bindebogen. Hier diese halbe Note bis zum nächsten Takt bedeutet eben ein langer Ton. Das sind die wichtigsten oder, ich sag mal, die meistgebräuchlichsten Symbole, die ihr in Charts normalerweise habt. Denkt daran, dass Charts oft nicht von Schlagzeugern geschrieben werden. Das kann man ziemlich schnell daran sehen, auf welcher Notenhöhe gewisse Instrumente geschrieben werden, welche Zeichen benutzt werden. Und dann muss man eben interpretieren. Das ist eben eine Sache, die man dann durch Erfahrung einfach lernt. Charts sind also nicht in Stein gemeißelt. Das heißt, wenn ein Takt eingeführt wird und dann kommen viele Faulenzer, heißt es nicht, dass ihr sklavisch genau diesen Takt mitspielen sollt, die ganze Zeit oder müsst. Oft ist es eine Absprachesache zwischen dem Schlagzeuger, der Schlagzeugerin und Bandleader, Bandleaderin oder dem Rest der Band. Und wenn man das Stück kennt, sieht man auch oft, dass das, was in den Noten steht, nicht exakt das ist, was gespielt wird. Es ist eben ein Leitfaden, das ist die Essenz eines Charts. Damit man es eben auf wenig Raum ausnotieren kann, fallen manchmal Sachen einfach hinten über. Das heißt,
Es wird nicht jedes Detail aufgeschrieben, es wird darauf vertraut, dass der Musiker sich mit dem Song beschäftigt. Aber wenn man es vom Blatt spielt, ist es trotzdem immer noch der Song. Und das ist das Tolle an den Charts. Deshalb empfehle ich euch sehr, euch damit auseinanderzusetzen. Und wie gesagt, zeige ich euch in einer anderen Folge, dazu gibt es gleich noch den Link, wie ihr am besten selber Charts aufschreiben könnt. Dann sehen wir uns hoffentlich in dem Video oder in einem der nächsten. Vergesst nicht zu abonnieren und das Glockensymbol zu aktivieren, damit ihr auch immer Benachrichtigungen bei neuen Videos bekommt. Bis dann, macht's gut, ciao!